Ja, Herr Ciemiak, der Ball ist jetzt bei Ihnen. Die Politik ist gefordert. Wir haben ja auch im September die Wahl. Und es ist die Frage, Sie haben ja ein Erbe anzutreten. Blüm wurde zitiert, die Rente ist sicher. Können Sie das garantieren? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Rente ist sicher. Wir wissen nur nicht, wie hoch. Das kann man jetzt sagen. Ich will nur zwei Vorbemerkungen machen. Die erste Vorbemerkung ist, ich habe schon einige hier gesehen, die zumindest mir gegenüber ausstrahlen, dass es eigentlich nicht genügend Rente gibt in Deutschland und dass die Probleme, die wir in Zukunft haben werden, noch viel größere sein werden, dass es jetzt schon nicht reicht. Das ist die erste Vorbemerkung. Also seien Sie nicht verwundert, wenn Sie mich nicht besonders sympathisch finden nach diesem Vortrag. Der zweite Punkt ist, es hat jetzt so den Eindruck gemacht, nachdem, jetzt haben Sie jemanden vom DGB gehört und jetzt hören Sie jemanden von der Jungen Union, dass es hier um irgendeine ideologische Frage geht. Es geht hier nicht um irgendeine ideologische Frage, es geht hier um reine Mathematik. Das sind die zwei Vorbemerkungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war jetzt keine Kritik an den Vorrednern. Nur, wir haben manchmal diese Diskussion, als ob es hier unterschiedliche Parteiprogramme und anderes ginge. Im Prinzip funktioniert unser gesetzliches Rentensystem so, dass es folgende Stellschrauben gibt. Das ist die Dauer, die die Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist die Höhe der Beiträge, die Frage, wie viel sie am Ende rausbekommen, also das Rentenniveau. Und die Frage unserer wirtschaftlichen Lagekonjunktur, nämlich wie hoch das Durchschnittseinkommen der gesetzlich Versicherten ist. Und dann natürlich die wesentliche Frage, wie viele Rentner gibt es, wie viele bekommen Leistung und wie viele zahlen ein. Das sind die Dinge. Mehr gibt es im Prinzip nicht. Und deswegen geht es hier nicht um Politik, sondern einfach nur die Frage, wenn wir sehen, dass wir immer weniger junge Beitragszahler haben in Deutschland und immer mehr Rentner, müssen wir uns die Frage stellen, welche Stellschraube verändern wir. Wir hatten in 1950 die Situation, dass 5 Erwerbstätige, Sozialversicherungspflichtige, für einen Rentner bezahlt haben. 1990 waren es immer noch 4. Wir haben momentan noch eine Zahl zwischen 2 und 3 Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Und 2030 werden wir nur noch definitiv 2 haben, die für einen Rentner bezahlen. Das heißt, wir fahren da tatsächlich vor eine Wand aufgrund des demografischen Wandels. Und jetzt gibt es die Frage, wir haben ja schon unterschiedliche Ansätze gehört, erhöhe ich Beiträge oder diskutiere ich darüber, ob wir länger arbeiten? Und ich bin der Auffassung, aus der Perspektive der jungen Menschen in diesem Land, dass wir, wenn wir sehen, dass wir immer älter werden, Gott sei Dank ist das so, jedes zweite Mädchen, das heute geboren wird, wird 100 Jahre alt werden. Deswegen sollten wir darüber sprechen, dass wir auch diejenigen, die können, länger arbeiten und wir nicht als erstes auf die Idee kommen zu sagen, wir erhöhen die Beiträge. Denn was ist wichtig für diejenigen, die auch jung sind? Dass sie am Ende genügend Geld netto von ihrem Bruttogehalt haben. Das ist, finde ich, doch in einem Land auch ein Anliegen zu formulieren, aus der Sicht der jungen Generation zu sagen, wir wollen nicht immer weiter belastet werden. Und dann will ich einen Punkt auch noch zur Riester-Rente sagen. Und zur privaten Vorsorge, die ja regelmäßig auch in Medien, übrigens auch durch Vertreter der Union, schlecht gemacht wird. Es gibt keinen Grund, diese Riester-Rente pauschal schlecht zu machen. Es gab ein paar Leute, die daran sehr, sehr viel verdient haben, weil sie diese Produkte verkauft haben. Richtig. Aber wir haben 16,5 Millionen Menschen, die eine solche abgeschlossen haben. Wir haben eine nachsteuerliche Rendite von 3,16%. Finden Sie mal jemanden auf dem Kapitalmarkt, der Ihnen heute so eine Rendite anbietet. Und gerade diejenigen Menschen, die wenig verdienen und gerade Familien profitieren am meisten von der sicheren Riester-Rente. Deswegen mag ich eine pauschale Verurteilung der privaten Vorsorge nicht. So. Und jetzt zu dem, was ist zu tun? Zu tun ist, dass wir darüber diskutieren müssen, dass wir in Zukunft werden länger arbeiten müssen. Und ein Punkt ist gar nicht gefallen. Wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen. Wir haben das in den Diskussionen, vermisse ich das manchmal, als ob man sagt, es geht hier nur noch um Verteilen und alles andere kommt von selbst.
Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, wenn unsere Konjunktur in Zukunft nicht so robust ist, wie sie heute ist, wenn wir nicht so viele Produkte in die Welt exportieren, wenn die Menschen auch nicht mehr so eine Nachfrage im Inland haben, dann werden wir am Ende geringere Löhne haben, dadurch weniger Beiträge haben. Und deswegen müssen wir als erstes dafür sorgen, dass unser Land nach vorne kommt, dass wir in Digitalisierung investieren, dass wir Freihandelsabkommen abschließen, dass wir unsere Unternehmen entlasten, von Bürokratie entlasten, dass diese Unternehmen erfolgreich sind. Und dann zu einem Punkt, der ja heute Abend auch gefallen ist, zu der Frage, was ist am Ende die Rente im Vergleich zur Lebensleistung, zur Lebensarbeitszeit und so weiter. Was ich vorhin gesagt habe, es geht hier nicht darum, dass die gesetzliche Rentenversicherung dafür da ist, eine Lebensleistung zu belohnen oder zu bestrafen. Das, was Sie am Ende als gesetzliche Rente bekommen, ist einfach nur das Äquivalent zu Ihren Beiträgen und zu der Dauer, die Sie einbezahlt haben. Gibt es einen Durchschnitt, den sogenannten Eckrentner, der 45 Jahre gearbeitet hat und 45 Jahre Durchschnittslohn bekommen hat. Und wenn Sie viel verdienen, viele Beiträge zahlen, bekommen Sie mehr. Wenn Sie weniger einzahlen, bekommen Sie weniger. Egal, ob Ihre Arbeit wertvoll war oder nicht. Und dann gibt es bei uns, Gott sei Dank, weil wir in einem Sozialstaat leben, die Grundsicherung, die schaut, ob die Menschen mehr brauchen, um zu überleben. Im Alter, die Grundsicherung im Alter. Und deswegen bin ich gerne bereit, darüber zu sprechen, zu sagen, müssen wir bei der Grundsicherung was tun und müssen wir bei denjenigen, die gar nicht mehr arbeiten können, bei den Erwerbsgeminderten was tun. Das stimmt tatsächlich. Wir müssen bei den Zurechnungszeiten, bei den Abschlägen müssen wir etwas tun, weil das gerade die Menschen belastet. Aber nochmal, zu sagen pauschal, wir wollen eine Grundsicherung im Alter haben mit einer Mindestrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, ist völlig falsch. Weil man sich nicht nur den einzelnen Rentner anschauen muss, sondern die Menschen, die in zusammenleben. Der Durchschnitt in Deutschland, der sieht gar nicht so schlecht aus. Die Menschen sind im Alter nur etwa 3% sind auf die Grundsicherung im Alter angewiesen. Und man muss immer beide Rentenansprüche, Anwartschaften übrigens an Vermögen auch berücksichtigen. In Deutschland, sozialversicherungspflichtige Menschen, die später Rente bekommen, haben Haushaltsmöglichkeiten für einen Monat im Durchschnitt von 3.300 Euro. Das entspricht in etwa dem Durchschnittsverdienst in Deutschland. Jetzt mögen manche schmunzeln, weil das nicht bei jedem so viel ist. Aber es ist tatsächlich so, dass wir uns einen Bedarf anschauen müssen. Das heißt, wenn jemand wenig gearbeitet hat, wenig eingezahlt hat, am Ende wenig Rente bekommt, kann ich nicht pauschal hingehen und sagen, der kriegt jetzt eine Mindestrente in der und der Höhe. Sondern ich muss schauen, ist Vermögen vorhanden, gibt es andere Ansprüche und was verdient eigentlich der Ehepartner und was bekommt der an Rente. Das muss man sich anschauen. Und nur Statistiken heranzuführen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, dass jeder Zweite in Zukunft von Altersarmut betroffen sein wird, das ist nichts anderes, meine Damen und Herren, als Panikmache. Aber wir müssen etwas daran tun. Mit den Kindern ist das ja so, wir selber haben das vielleicht in der Hand, die Politik, weniger. Wir müssen etwas tun tatsächlich bei der Kinderbetreuung, aber wir müssen vor allem dafür sorgen, dass wir nicht zusätzlich belastet werden, dass unsere Konjunktur auch läuft. Meine Damen und Herren, in Deutschland, in diesem Sozialstaat, wird mehr als die Hälfte des Bundeshaushaltes für Sozialausgaben ausgegeben. Finden Sie mal ein Land unserer Bedeutung und Größenordnung in dieser Welt, wo mehr für Soziales ausgegeben wird als in der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen zu sagen, es ist immer noch viel zu wenig, halte ich für falsch. Meine Damen und Herren, und zu den Zahlen, die gerade genannt wurden, das erlaube ich mir dann doch noch zu sagen, wenn wir tatsächlich das Rentenniveau auf 50% steigen wollen, kostet pro Jahr locker 52 Milliarden Euro. Wenn wir das paritätisch machen, ist die Aussage, die wir gerade gehört haben, wir werden gleich darüber diskutieren, heißt es, die Arbeitnehmer in Deutschland mit mindestens 25 Milliarden zu belasten und die Arbeitgeber auch mit zusätzlich 25 Milliarden Euro jedes Jahr. Wenn wir in einem Europa auch des Wettbewerbs leben wollen und in einer Globalisierung, dann sage ich, ist das nicht eine besonders gute Idee, um dieses Land nach vorne zu bringen. Der Staat muss lernen, mit seinen Mitteln auszukommen. Wir müssen aufhören, versicherungsfremde Leistungen in der Rentenversicherung zu finanzieren. Alles richtig, auch beim Thema Mütterrente, auch Rente mit 63. Aber wir dürfen nicht dazu neigen, immer höhere Beiträge und immer höhere Belastung derjenigen, die arbeiten und auch der jungen Menschen in diesem Land voranzubringen.
Ich habe jetzt lang genug gesprochen. Ich glaube, ich hätte noch ein paar Minütchen, aber ich bin jetzt auch gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören.